Katja, ja. Welche wichtige Lehre hat uns Klopfer aus Bambi mitgegeben? Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man die Fresse halten. Das ist scheiße, weil dann können wir heute keinen Podcast machen. Das war's. Tschüss. Verdammt! No. Dann gehen wir rein in die Thematik Bambi. Let's go. Okay, mit dem habe ich nicht gerechnet. Yo, hallo Freunde. Wir reden heute über Bambi. Ich glaube, jeder kennt Bambi. Also es wäre schon komisch, wenn nicht. An der Stelle auch einmal hallo YouTube. Welcome to our Podcast Stream. Und hallo Spotify für alle Zuhörer an der Stelle. Und ja, wir reden heute über Bambi und das ist halt super interessant, weil dieser Film ist gar nicht so lange. Wie lange geht er, lieber Nerdy? Er geht laut Wikipedia 68 Minuten. Und hat noch weniger zu sagen oder an Inhalt zu bieten als diese Stunde. Wow. Ja, also es ist wow. Echt erstaunlich, wenn wir uns diese ganz alten Filme angucken, dass bislang 3 von 4 Filmen, glaube ich, aus dieser Ära, die wir geschaut haben, echt lame waren. Mm. Also Schneewittchen war lame, Dumbo war lame. Mm. Und Bambi war lame. Und der Einzige, der gut wegkam, war Pinocchio. Das ist also man kann jetzt natürlich an dieser Stelle sagen, so, ja gut, okay, die Filme sind halt auch wirklich aus einer völlig anderen Ära. So, wir reden von den 30ern und 40ern. Da war noch was Besonderes und so. Zeichentrickfilme, Langspiel, Zeichentrickfilme waren was Besonderes und so weiter und so fort. Und Filme generell waren damals noch anders. Die waren vielleicht auch langsamer in der Erzählweise, etc. pp. Aber wir können ja jetzt auch nicht mehr uns, also erst recht können wir uns nicht hineinversetzen, wie diese Filme damals gewirkt haben müssen, weil wir haben diese Zeit ja nicht mal miterlebt. Richtig, richtig. So, wir könnten jetzt sagen, vielleicht so, ja, in den 90ern, Filme aus den 90ern, vielleicht, wir haben die da so damals gewirkt. Okay, das ist alles klar, oder aus den 2000ern. Aber wir reden von den fucking 40ern. So. Da war ja nicht mal meine Eltern existent. So. Und es ist wirklich wie bei Dumbo und wie bei Schneewittchen. Bambi ist einfach ein Film. Also, so inhaltsleer. Ja. Der Film ist wirklich einfach inhaltsleer. Weil, wenn wir mal überlegen, ja, was ist denn die Story von Bambi? Was ist der Plot? Es gibt keinen. Doch, es gibt den schon. Aber ich glaube, man könnte den sehr gut wie irgendwie so Thorsten Sträter-mäßig zusammenfassen. So irgendwie, keine Ahnung. Ja, Rickets wird geboren. Hat Schiss vor allem. Mutter stirbt. Rickets wird erwachsen. Rickets pimpert. Fertig. Ja, Rickets bekommt neue Rickets. Ja, das ist die Story von Bambi. Sehr gut. Also es ist halt, also fangen wir mal ganz von vorne an, okay? Das Einzige, was dieser Film zu bieten hat, ist das Zitat, was wir ganz am Anfang gesagt haben von Klopfer. Mehr bietet dieser Film tatsächlich so gar nicht. Es fängt halt an und ich habe halt wirklich geskippt, weil ich mir so dachte, boah, den Bums gönne ich mir jetzt nicht. Und er hat schon Nerdy angefangen zu lachen, weil, Achso, das Intro. Das Intro. Ich habe halt direkt weiter geskippt. Ich war so, ne. Ich weiß gar nicht. Ich würde das nochmal eben überprüfen wollen, aber der Film fängt halt auch an mit einem klassischen Vorspann, mit den Credits. Ja, die Credits kommen nicht am Ende, sondern die kommen am Anfang. Ja. Und wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal. In meiner Erinnerung war dieser Vorspann bei den alten Disney-Filmen immer super lang. So, als Kind saß man davor und dachte so, wann geht denn der Film jetzt endlich los? Hier in dem Fall, der geht eine Minute. Also der ist gar nicht so lang. Ja? Gefühlt ist das, was danach kommt,
viel länger und nerviger. Diese, so eine Kamerafahrt durch den Wald, wo nichts passiert. Ja. Ich hatte Kapp und Kappa-Vibes. Ich hatte ganz schwierige Vibes, die will ich jetzt nicht äußern. Die fangen mit S an und hören mit Eat auf. Das ist ganz schwierig. Ich war so, gib mir die Kugel bitte, ich kann nicht. Das ist nämlich kein Film für ADHSler. Wirklich nicht. Also, ja, schwierig. Ich kann's mir vorstellen. Aber, wie gesagt, da ist halt diese Fahrt durch den Wald. Ultra nervig, weil das ist ja nicht animiert, sondern das ist ja gezeichnet. Das bedeutet, da ist halt so ein Standbild, welches einfach nur in einer bestimmten anderen Frequenz gezeigt wird und mehr nicht. Und dann... Das ist wirklich so, ja, das ist ein gar nicht mal so schöner Wald. Ja. Ganz schön düster. Ja. Ja, jetzt könnte mal was passieren. Jetzt könnte mal ein Tier in die Ecke kommen. Und dann kommt ein Uhu. Da kommt ein Uhu, eine Eule. So, wow, cool. Mein Lieblingstier, Bro. Dankeschön dafür. Hast du was gegen Eulen? Nein. Aber ich habe halt, keine Ahnung, mit was Krasserem gerechnet. Als... ein Pterodactylus. Ja, keine Ahnung. Dass man halt schon, keine Ahnung... Mama Bambi beim Entbinden zuguckt oder sowas, weiß ich nicht. Irgendwas, was spannend ist. Weiß ich auch nicht. So. Ja, ich meine, es hat ja, also tatsächlich hat es ja so ein bisschen was von der heutigen Influencer-Szene mit den ganzen Eltern-Baby-Vloggern und so, ja, weil Bambi wird geboren und der ganze Wald, erstmal alle, oh, da ist ein Rehkitz! Da ist ein Rehkitz. Stellt euch das mal vor. Es gibt ein Baby-Reh. Rehe haben Nachwuchs. Unfassbar, wir müssen da hin. Das passiert nur alle 500 Jahre. Los. Und alle sind da versammelt und gucken sich kleinen Bambi an. Ja, voll unnötig. Das ist wirklich so. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mutter von Bambi, erste Baby-Influencerin. Ja, sie war wirklich die erste Wald-Influencerin, Alter. Sie hat den anderen vorgemacht, wie es ist, grazil zu sterben oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat die... Das wissen wir ja nicht, ob sie grazil gestorben ist, weil wir sehen sie ja nicht. Oh, schade. Es wird wahrscheinlich... The Circle of Life, genau. Sehr genau. Es gibt halt so... es gibt halt so... Ich muss es mal ganz kurz dir schicken, okay? Ich hoffe, das ist okay. Weil es gibt halt von, ich weiß, wie sie gestorben ist, soll ich es dir kurz zeigen? Und für alle, die halt nur den Podcast hören und nicht bei mir auf Twitch vorbeischauen, um halt eben das mal in Aktion zu sehen, was ich hier für einen Bockmist immer mache. Und der arme Nerdy es halt einfach so hinnehmen muss. Ich zeig dir kurz, wie sie wirklich gestorben ist und wie sie dabei aussah. Pass auf. Yeah, that's ugly. Das ist aus einer Twitch Clips Germany Folge, wo sie das Ding gesehen hat, weil was halt da so lag. So. Genau, ich so wollte gerade sagen, das vor. Ist sogar aus dem Jagd. Ja, das ist sogar aus dem Jagd. Ja, das ist genau das. Es ist genau das. Deswegen, ich glaube, sie ist so gestorben. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, ich glaube, kein Tier sieht sonderlich... Du, also grundsätzlich, was weiß man, außer dass, also okay. Liebe Zuhörer und liebe Zuseher und alles. Und die Leute, die das im Nachgang sehen bei YouTube. Außer Klopfers Zitat... Blume, also das stinkt hier Blume, was halt in diesem Blumenbeet steht und sagt, oh mein Gott, der kann mich ruhig Blume nennen, ist gar kein Problem, hey. Und Bambis Mutter, die stirbt, wisst ihr noch aus dem Film. Hat denn überhaupt irgendjemand von euch, also jetzt außer diejenigen, die mit uns geguckt haben, hat denn irgendjemand von euch in jüngerer Vergangenheit nochmal gesehen?
Oder seid ihr auch so welche, so wie ich, die den Film wirklich, also jetzt das Gucken für diesen Podcast ausgeklammert, habe ich das letzte Mal wirklich als kleines Kind gesehen. Das ist ähnlich wie bei Schneewittchen. Ich weiß noch, dass ich die, ich glaube, ich habe Bambi zu meinem 4. oder 5. Geburtstag auf VHS bekommen. Weil ich sehe noch vor meinen Augen, meine Mutter hat damals sehr viel mit wie der Wald brannte und ich als Vierjähriger hochgradig traumatisiert ein Glas Wasser genommen hat und auf unseren Fernseher den geworfen hat, um es zu löschen. Nein, von Bambi habe ich kein Trauma davon getragen. Das war nur Schneewittchen. Okay. Nein, aber meine Mutter hat immer sehr viel mit dem Camcorder damals gefilmt, also mit einer Videokamera. Oh mein Gott, deine Mama wollte Influencerin sein? Nein, aber sie hat halt Home-Videos gemacht. Kann man... Entschuldigung. Ganz harmlose Home-Videos! So. Auf jeden Fall erinnere ich mich halt noch an das Video von eben meinem Geburtstag morgens. Ich habe einen Bus geschenkt bekommen, so ein Autospielteppich, so. Und Bambi. Und dann habe ich Bambi ausgepackt als kleines Kind. Wie gesagt, vierter oder fünfter Geburtstag. Und ich weiß noch, wie ich da wirklich so lauthals in die Kamera so. Ich habe dich jetzt gar nicht gehört, aber ich nehme mal an, du hast Bambi gesagt. So gut bin ich mit Lippenlesen. Ich werde immer besser. Das ist ein Abendkurs, den ich besuche. Ich habe Schlammbi gesagt. Islamkurs, weißt du? Genau. Wie soll ich euch die zeigen? Ich weiß nicht mal, ob die noch existieren, die Kassetten. Keine Ahnung. Und nein, das wird sicherlich niemals digitalisiert. Und selbst wenn, werdet ihr es nie erfahren. Ich melde mich freiwillig, um diese vorher zu sichten, um im Podcast darüber zu reden. Ich bin hier, ich opfer mich. Tut mir leid, ist nicht von Disney. Meine Mutter arbeitet nicht mit Disney. Jedenfalls. Ich habe mit Pixar auch kein Problem. Jedenfalls. Ich war als Kind riesen Bambi-Fan. Und ich weiß auch noch weiß auch noch, wie ich mich darüber beömmelt habe als kleines Kind, dass Bambi halt Vogel nicht aussprechen kann. Das ist halt immer. Ja, weil das Ding ist das Baby, Junge. Und du warst auch ein Baby. Jetzt ist halt das Problem, dass wir Erwachsene sind. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Weil dieser Film ist für Vierjährige, Bro. Okay? Ja. Das bedeutet, alles, was wir dort kacke finden, wird eventuell ein Kind toll finden. Siehe Elsa. Spaß. Naja, also Elsa würde ich behaupten, hat dann doch noch ein bisschen mehr zu bieten. Inhaltlich, erzählerisch. Der Film ist einfach. Also, was ich Bambi nicht absprechen kann, ist. Er ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise süß. Jetzt habe ich mich, by the way, verschluckt, ne? Entschuldigung. Ich habe mich voll verschluckt, als ich gehört habe, so, ich war voll der Fan von Bambis. Entschuldigung. Wäre es mir ganz kurz die Seele entglitten? Also, er ist natürlich schon irgendwo niedlich. Und so. Der Notruf zum Exorzisten auch? Für dich? Aber er ist. Es passiert halt einfach. Es passiert gar nichts, Mensch. Der erzählt keine große Geschichte. Der hat keine interessanten Figuren. Der ist nicht lustig. Der ist nicht spannend. Nee, das ist auf gar keinen Fall. Also, wir wollen jetzt mal ganz kurz darüber sprechen, dass dieser Film so in die Länge geschliffen wurde, was wo nichts passiert, aber sie trotzdem draufhalten. Ja, wie zum Beispiel das Brennen vom Wald. Oder das auf der Wiese sind Rehe, die stehen da. Oder, oder der Vater, der gar nicht, der zwar spricht, aber sein Mund sich nicht bewegt. Ja, stimmt. Da einfach gefilmt wird. Oder wie gesagt, der Wald 10.000 Mal abgefilmt. Oh mein Gott, weißt du, was der nicht nur das ist der größte Trigger gewesen. Weißt du, was mein größter Trigger war in dem gesamten Film? Es gibt eine Sache.
Ja. Die Musikszene. Ich habe am nächsten Tag den Ohrwurm noch von diesem Regen gehabt. Quatsch, Goki. Ich habe jetzt gerade Goki gelesen. Im Der Nerdy. Der Frühling ist da, der Frühling ist da, der Frühling. Und die Blumen blühen. Und die Vögel zwitschern. Und alles ist so wundervoll, weil es ist Frühling. Moment. Die Szene hatte aber immer noch so ein gewisses Gag-Potenzial, weil kurz davor war alles so mega traurig noch, weil Mutter ist gestorben und dann auf einmal, zack, oh, der Frühling ist da, alles ist happy, alles ist schön. Wir müssen mal ganz kurz aufklären, wer ist Blume, wer ist Bambi, wer ist Klopfer und so weiter und so fort. Okay, ich erzähl jetzt diese Story mal ganz kurz inhaltlich, einmal ganz kurz, ganz schön formuliert im Berliner Style. Mhm. Da gibt es einen Wald und in dem Wald sind viele Viecher, unter anderem ein Reh. Und das Reh hat sich schwängern lassen, weil keine Verhütung, und hat ein Kind bekommen. Der ganze Wald, weil es eine Influencerin war, ja, hat sich versammelt, Kamera drauf gehalten. Naja, egal. Jedenfalls waren die alle da, haben so, oh mein Gott, ein Kind wird geboren. Sie hat das Plag Bambi genannt. So. Und Bambi ist halt ein Baby. Also kann das Ding einfach nicht stehen. Okay? So, oder kann halt auch nicht reden. So. Das Plag. Genau. Und da gibt es ganz viele aber von den Knirpsen, ja, unter anderem Klopfer, das ist nämlich der Sohn von der Häsin. Die hat sich natürlich auch durchrammeln lassen und hat dann eben kleine Kinder bekommen, unter anderem Klopfer. Klopfer ist ein neunmal kluges Blag, welches alles immer besser weiß. Und aber auch intelligent, der Dude. Anyways, gibt es dann aber auch noch ein kleines Kind, ist ein Stinktier. Mag es in Blumen rumzuruppen. Ja. Und als Bambi das Stinktier gesehen hat, hat es gesagt, oh Blume, weil davor kannte er halt nur das Wort Blume, weil Blume. Und das Stinktier war halt im Blumenfeld, also hat er es Blume genannt. Obvious heißt es nicht Blume. Aber er so, ach, ich find's gar nicht mal so schlecht, dass du mich Blume nennst. So. Wir haben halt die ganze Zeit irgendwie darauf gepocht, dass Blume vielleicht ein Weibchen ist. Ist es aber nicht. Das ist ein junger Mann. Und dann ist halt so die Reh-Influencer-Mutter ist mit dem Reh-Kids Bambi zu einer Wiese. Ist einmal Yuti-Yang, zweite Mal Yuti-Yang, dritte Mal Puff tot. Mutter tot, weil Jäger war schneller. Dann hat dann der, nachdem Bambi um sein Leben gerannt ist, war er dann alleine, weil Mutter ist ja abgekratzt. Und dann kam der Vater, der anscheinend nicht sprechen kann und nur mit seinen Gedanken kommuniziert, hat ihn dann unter seine Fittiche genommen. Die sind dann weggehüpft, über den Winter waren die dann weg. Und dann sind die im Frühling wiedergekommen und dann boom! 2 Monate später, Digga, der Junge hat Cojones, Alter, in der Pubertät, alle sind auf einmal erwachsen. Über Nacht, über ein paar Monate. Zack, 14 Jahre, auf einmal Schnurrbart hier oben, sieht aus wie Mustafa. So, dann sind die wieder zueinander gekommen alle. Und dann sind die auf, wurde denen gesagt, da gibt es sowas Ekelhaftes wie Liebe. Und das, oh, was ist denn Liebe? Ja, Liebe ist halt, ne, wenn du jemanden siehst und dann bekommst du Herzpumpen und dann willst du sie schwängern. So, okay, alles klar, dann sind sie halt los, jeder hat seinen Partner gefunden. So zuerst, glaube ich, Blume, danach Klopfer und dann Bambi. Das ist eigentlich wie in einem Horrorfilm gewesen. Nur dass halt statt einem Killer gab's halt drei Weibchen. Die dann so, komm her! Und dann einer nach dem anderen, zack. Alle nach dem anderen. Voneinander getrennt quasi. Ja. Ja. Und Bambi und dann ist dann das final Opfer. So, Dreh. Und dann. Und dann brannte, dann kam der Vater und hat gesagt so, yo, da sind Menschen, die tun uns nicht gut, die wollen uns tot sehen, denk an deine Mutter. Die ist ja jetzt nicht mehr unter uns wegen denen und dann kam es zum Brand. Gut, da war ich abgelenkt, ich habe keine Ahnung, wie es zum Brand gekommen ist. Nee, erst kommen die Hunde.
Ja, da habe ich verschlafen, erzähl du. Naja, da kommen halt die Jagdhunde und Bambi verteidigt seine Braut. Und dann kommt der Brand. Naja, und dann hat's gebrannt und dann sind sie geflohen und mehr habe ich auch nicht mehr im Kopf, weil das war mir dann so langweilig, ich habe mich mit was Interessanterem beschäftigt. Ja. Ja gut, warte mal, wie endet der Film nochmal? Ja, siehst du? Ja, wie endet der nochmal? Der Vater geht weg. Der Vater geht irgendwie weg. Und ja. Und jetzt, dann ist Bambi der Fürst des Waldes. Schön. Happy End. Des halben ja. Waldes, weil das andere wurde abgefackelt. Der Rest ist abgebrannt, ja, ja. Leider. Ja, aber das ist tatsächlich die Geschichte und das war's auch schon. Mehr gibt's nicht zu sagen. Also es ist, gibt wirklich gar nichts mehr zu sagen. Das ist halt, wir haben jetzt 20 Minuten aufgenommen und eigentlich war es das schon von der Story. Also das wirklich, wir haben keinen Disney-Film bislang erlebt, der so wenig Plot hat wie der hier. Also Schneewittchen hat mehr zu bieten, Dumbo hat mehr zu bieten. Der hier, das ist, also wie du es vorhin gesagt hast, das ist tatsächlich ein Film für Kleinkinder. Ja. Und für niemand anderen. Also, ja. Du kannst es nicht mal als Erwachsener gucken. Du kannst es nicht als Erwachsener gucken, weil das ist halt so fucking langweilig, dass man sich doch lieber mit Steuererklärung beschäftigt, als diesen Film zu gucken. Aber wahrscheinlich haben so Filme oder Serien, die heutzutage für so kleine Kinder produziert werden, die haben safe dreimal so viel Handlung. Also ich habe noch nie was von Feuerwehrmann Sam oder so gesehen oder Paw Patrol. Aber ich wette, da passiert wesentlich mehr als bei Bambi. Ja, weil da gibt es dann halt immer so ein Problem, was gelöst werden muss. Ich habe zwei kleine Brüder, also habe ich das alles nochmal gesehen in einem Alter von 10. Ich hatte die Ehre, you know. Ich hatte die Ehre, das halt mir nochmal angucken. Gab's damals schon? Feuerwehrmann Sam, ja. Echt? Okay. Ja. Paw Patrol glaube ich nicht, aber auf jeden Fall Feuerwehrmann Sam. Und ich habe den Bums mir angeguckt und ich muss halt ehrlich sagen, da gab es immer ein Problem und das musste gelöst werden. Und that's it. So. Und mehr gibt es da halt auch nicht, was man irgendwie noch dazu sagen kann. Dies wird am Ende gelöst und dann gibt es eine Moral von der Geschichte und dann ist gut. So. Mhm. Aber hier ist ja wirklich gar nichts, auch keine Moral von der Geschichte, weißt du? Nicht mal den Tod der Mutter konnten die halt irgendwie mit Moral von der Geschichte gehen, nicht ungedeckt in hohes Gras, weil da könnten Jäger lauern. Nicht mal das, you know? Das ist halt so schwierig. Was ist die Moral von der Geschichte? Sei kein Reh. Ja, genau. Doch, es gab eine Moral, welche? Alex, welche? Oh ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Sei vegan. Das war hundertprozentig nicht die Moral von der Geschichte. Aber hundertprozentig nicht. Hat Disney das gedacht? Als Moral. Er schießt beim nächsten Mal auch das Kind, damit es nicht traurig zurückbleibt. Also, hat er nicht gesagt, wa? Oh mein Gott. Aber lustig. Aber es gibt halt wirklich gar nichts. Aber es gibt halt wirklich gar nichts, was man irgendwie sagen könnte. Da, weißt du, so gar nichts. Das ist ja das Belastende an diesem ganzen Film. Es ist halt ein, weißt du, so, es gibt so Filme, die geben dir ein kuscheliges, wunderschönes Gefühl. Da passiert halt gar nichts. Und es ist halt für Kinder und es gibt halt keinen Mehrwert. Ich hasse Filme ohne Mehrwert. Ich hasse das. Und dieser Film ist so einer. Er bietet gar keinen. Und zwar wirklich gar keinen Mehrwert. 0,0. In keinster Sekunde gibt es dort etwas, wo ich sage, oh, das habe ich mir jetzt mitgenommen. Außer den Spruch von Klopfer. Mehr nicht. Ja. Ich finde es auch gerade so lustig, weil ich natürlich gerade auf der Wikipedia-Seite bin.
Bambis Mutter und Bambis Vater haben keinen Namen. Obwohl sie zu den, sagen wir mal, vier wichtigsten Figuren des Films gehören. Ja. So. Und mit am meisten Text haben. Also Dialog sein. So. Weißt du, woran das liegt? Weißt du, wer Ronno ist? Nee. Ronno ist die Eule. Bambis Konkurrent um die gute Feline. Achso, ja. Der hat einen Namen. Der hat einen Namen. Der sagt kein einziges Wort im ganzen Film. Der ist eine Minute vielleicht böse. Gesehen, wie lange auch immer der Kampf zwischen den beiden dauert. Der hat einen Namen. Aber die Mutter und der Vater haben keinen Namen. Ich weißt du, was meine Theorie dahinter ist? Was ist denn da los? Ich glaube, also ich habe keine Ahnung von der von Disney. So, von Walt Disney, keine Ahnung. Nicht Rollo, Alex. Ronno mit N, mit Doppel-N. Ich hab wirklich vom Leben von dem guten Walt Disney gar keine Ahnung, okay? Aber der hat schon eine Obsession, damit Elternteile sterben zu lassen. Wenn du dir mal überlegst, ja, Ariels Mutter, tot. Schneewittchens Vater, tot. Anna und Elsa, die Eltern, tot. Ich werde natürlich im Kopf erstmal nur die Filme durchgegangen, wo Walt Disney halt auch noch selber dran beteiligt war. Ja, hier Tarzan, die Eltern, tot. Bambi, Mutter, stirbt. Hier, wie heißt sie, Schneewittchen, der Vater, wie gesagt, tot. Aurora, die Eltern zwar noch am Leben, aber sind quasi nicht existent. Cinderella tot. Er hat eine sehr große Statistik, was so Elternteile, die sterben, angeht. Also bei dem sterben gefühlt alle Elternteile. Ja, ist halt nacheinander. Das ist halt wirklich so ein Disney-Klassiker. Ne? Okay, wir brauchen irgendeinen Tod, der die Zuschauer mitreißt oder so. Das sterben. Problem ist aber, die Eltern sind meistens scheißegal. Weil die sind schon tot. Die werden nicht getötet, sondern die sind schon tot. Zum Beispiel Dschungelbuch. Kennt man die Eltern von dem? Nein. Also hat man auch kein Mitleid. Weil man die halt nicht kennt. So, und deswegen ist es halt so, ja, why? Weißt du? So, warum? Ich glaube, da ist eine Obsession hinter. Vielleicht wollte er seine... Okay, ich spreche es mal nicht aus, aber vielleicht hat er eigene kreative Gedanken zwecks seiner Eltern, die er dann damit ein bisschen nach Hause tragen konnte. Man kann nie wissen. Aber wie gesagt, das ist halt schon auffällig und vor allen Dingen halt jetzt bei Bambi so. Warum musste die Mutter sterben so? Es hat doch gar keinen Sinn gemacht, warum die Mutter stirbt. Was für einen Sinn hat es denn gemacht, dass die Mutter jetzt weg ist? Er wäre doch eh mit den anderen... Damit es wenigstens einen emotionalen Moment im Film gibt. Weil du dann das kleine Bambi hast, das da durch den Schnee stapft. Mama! Mama! So. Können wir bitte drüber reden, dass als das war, ich halt voll den Lachanfall bekommen habe? Ja. Und ich so, ich bin so ein böser Mensch, aber ich muss darüber lachen, wie er dann so, Mama, Mama, wir sind frei, Mama. Und ich musste so lachen. Ich war so, es hat sich ausgemuttert, Bambi. Es hat sich ausgemuttert, ja. Aber vor allem, wie er das halt gesagt hat, war einfach zu funny, weil er so, wie so ein kleines Kind halt, aber so trotzdem so dieses, Mama. Und man hat halt gesehen, was mit der Mutter passiert und war so. Ha? Wir sind jetzt in Sicherheit. Ja. Sprich bitte niemals für andere Personen, ne? Ja, das ist... Ich bin ein böser Mensch, ich weiß. Das ist ja auch wirklich diese eine Szene, die jeder kennt, die jeder im Kopf hat. Ja, das große Trauma. Ja, Bambis Mutter stirbt. Das ist so der Klassiker. Aber auch da muss man jetzt halt auch mal ehrlicherweise sagen, wenn du das mit König der Löwen vergleichst. Ja.
der Linie der Helden dazu. Ja, also von der Emotionslast, wie gesagt, also die anderen so, oh nein, die Mutter von Bambi stirbt und ich habe voll den Lachanfall bekommen. Mufasa hat, glaube ich, weniger Screentime als die Mutter von Bambi. Echt jetzt? Also Mufasa stirbt, ich glaube, ich würde sagen, Mufasa stirbt in König der Löwen früher als die Mutter von Bambi in Bambi. Crazy. Ja, stimmt, du hast recht. Aber Mufasa... Da bist du so, mit an dem bist du emotional so viel mehr unten. Der Tod ist für dich als Zuschauer genauso schlimm wie für Simba. Also gut, okay, nicht genauso schlimm, aber er ist schlimm. Das nimmt dich mit. Das ist emotional, das ist tragisch, das ist traurig. Ja, ich habe da auch geheult, so ist nicht. Und du bist ergriffen, so. Und wenn du das jetzt mit Bambi vergleichst. Also, Mufasa hat einen richtigen Charakter. Die Mutter von Bambi ist einfach nur so... Oh, sie ist halt, da. Ist halt die Mutter, die ihr Kind liebt. Punkt. Sie ist halt da. Und das war's. Bei König der Löwen hast du ja zumindest auch noch so dieses Ding so... so das, du hast diesen Moment, wo Mufasa Simba halt eigentlich bestrafen möchte, sollte, weil er auf dem Elefantenfriedhof war und so weiter und so fort, weil er nicht auf seinen Vater gehört hat. Ja. Und er bestraft ihn dann aber doch nicht und so. Und da hast du hast Charaktermomente, sag ich's mal. Ja. Das hast du hier in Bambi. Gar nicht. Die Mom ist halt einfach da. Sie ist einfach da und das war's. Und dann irgendwann nicht mehr. Ja. Das ist auch korrekt. Nee, aber ich weiß auch nicht, also die Mutter, die eigentlich halt so für das Kind super wichtig sein sollte und für die Entwicklung und auch so übertrieben mütterlich auch sein sollte, ne, so dieses zuvorkommend und auch ein bisschen so, Bambi, was hast du jetzt schon wieder gemacht und so weiter und so. Das, was eigentlich halt eine Mom ausmacht, ist halt hier gar nicht vorhanden. Es ist halt einfach, sie ist eine leere Hülle. Die eben, also eine ganz ehrlich, jede andere, man hätte von der Stimme und so weiter, hätte man einfach irgendeine andere Rehdame dahin gepackt, so man hätte nicht mitbekommen, dass das nicht die Mutter ist. Ja. Mich safe hätte es auch Bambi nicht mitbekommen. Und die gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. So, von der Art und Weise, wo sie halt kaum was sagt und halt irgendwie auch gar nicht groß irgendwie liebevoll und so, sondern einfach nur ihn halt mitschleppt überall und dann auch noch in die Todeszone, beste Mutter an der Stelle, weiß bitte, ich jetzt bitte, nicht. Bitte, wo Dima das gerade schreibt, ja? Ja? Ich weiß, du hast es in Folge 0 schon mal erzählt, aber das ist lange her und vielleicht hat jeder Folge 0 gehört, ja? Erzähl doch nochmal bitte, wie sich das verhält mit dem Tod von Bambis Mutter in der russischen Version. Die russische Version ist fantastisch. Die ist viel lustiger. Weil erstens, wie gesagt, die russischen Übersetzungen sind meistens so, dass halt ein griesgrämiger Russe alles übersetzt. Das bedeutet, er spricht alles von A bis Z und jeden Charakter. Und das ist halt schon mal einmalig und sowas gibt es halt hier im Westen nicht, weil es ist halt fucking funny. Es ist pure Comedy. Und dann... ist halt so, es kommt halt, da gibt es halt so diesen Moment, wo die Mutter stirbt und das ist halt so fantastisch, weil er spricht alle Geräusche auf. Dann kommt so die Aussage Vogelzwitscher, er sagt so Lastischkilitaiot, Vogelzwitscher, hört man und er so Vogelzwitschern, er beschreibt, dass da Vogel wegfliegen oder wegflattern. Und dann kommt nur so ein Bumm. Damit halt jeder versteht, dass jetzt gerade die Mutter gestorben ist, kommt so ein Russe und sagt einfach... Jetzt, oh, ja natürlich, jetzt, jetzt ist mir auch klar, warum der auch die Geräusche benennt. Weil die ja, also korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber weil die ja safe... Also der original englische Ton läuft ja im Hintergrund mit die ganze Zeit. Genau, ne? Genau. Aber halt leise. Ja. Und die werden nicht hingegangen sein und für Szenen, wo kein Dialog ist, den Originalton laut gemacht haben, damit du die Geräusche hörst. Also richtig hörst. Nee. Das ist schon... Ja. Und dann sagt er da das merkt halt man, so wie viel Liebe da reingeflossen ist in diese... Ja, wir Russen sind bekannt dafür, dass wir liebevoll sind.
Jedenfalls hat er dann halt, es kommt dann einfach nur so ein Lass dich, Kilitayot. Und dann bumm. Dann so, auf Russisch so, los Bambi, renn schneller. Schau nicht zurück. Bumm. Versuch da nicht zu lachen. Es ist ja, super schwer. Oder emotional ergriffen zu sein. Ja, ja. Ja. Und wie gesagt, der macht das halt so neutral, der sagt das halt so wirklich without emotions, dass das so fucking funny ist, dass du dich bepisst vor Lachen bei diesem Moment, weil du wirklich nicht damit rechnest, dass das halt jetzt so emotionslos vorgetragen wird, dass halt diese Mutter jetzt stirbt. Es ist lustig. Deswegen habe ich halt auch so nicht dieses, oh nein, die Mutter stirbt, sondern einfach so dieses, bumm. Mir kam gerade eine geniale Idee. Oh, krass. Man könnte dieses Synchronisationsprinzip, das könnte man ja übertragen, oder man übernimmt das ins Holländische. Ja. Und nimmt dann aber extra traurige oder düstere Filme oder Horrorfilme oder sowas. Mhm. Lässt dann aber die ganze Zeit einen aufgedrehten Holländer alles synchronisieren. Ja. Ich finde die Idee ganz gut. Wer von euch ist ein aufgedrehter, lustiger Holländer? Wer von euch kann Holländisch? Und ist aufgedreht und lustig? Und ist aufgedreht und lustig. Ich meine, also ihr selbst müsst ja gar nicht lustig sein, weil eure Sprache ist ja schon lustig. Deswegen, das ist ja das Ding. So. Wookie Max, du bist kein Holländer. Laber doch nicht. Aber vielleicht kann Wookie Max Holländisch. Jedenfalls. Er tut das nur so. Er ist Schauspieler, weißt du? So, keine Ahnung, du nimmst dann halt irgendwie so einen Film wie, keine Ahnung. Okay. Nein, den Film sage ich jetzt nicht, weil das wäre ein bisschen disrespectful. Sagen wir mal sowas wie, keine Ahnung, Der Exorzist oder weiß ich nicht, oder so ein super, super trauriges Liebesdrama oder so, wo es darum geht, dass irgendjemand todkrank ist. Oder keine Ahnung, Titanic. Liebesfilm. Nee. Ja, aber der ist. Also bitte. Stell dir mal vor, so ein Holländer. Stell dir mal vor, sie ist halt so auf diesem Ding. Und ich weiß nicht, wie es auf Holländisch wäre. Aber dann so dieses: Jack! Lass mich nicht alleine! Jack! Und dann so. Und dann so als auf Holländisch und dann halt so richtig lustig rübergebracht. Ich kann mir das schon super funny vorstellen. Es gibt doch Deep L. So, warte. Jack, lass mich nicht alleine. Punkt. So, und das will ich jetzt übersetzt haben ins Niederländisch. Jack, lass mich nicht allein. Ja, kann man gut ernst nehmen, finde ich gut. Ja, ne? Schon. Das würde ich mir reinziehen. Und jetzt mit Bambi vor allen Dingen wäre das halt noch lustiger. Wenn dann halt er aber auch so dieses Bumm und so weiter auch dann kommentiert. Mhm. Aber dann halt so wie so eine Peng, genau. Peng finde ich gut. Nicht Bumm, sondern Peng. Jack, let me nie allein. Elin. Ach ja. Falls uns irgendwelche Holländer zuhören, ja, wir lachen mit euch über eure Sprache, okay? Ihr müsst schon zugeben, die klingt schon lustig. Aber deswegen seid ihr auch sympathisch automatisch. Sympathischer als so viele andere. Also ich wollte damit eigentlich, also ich wollte einmal ganz kurz hier klarstellen, dass er damit angefangen hat, eure Sprache für lustig zu betiteln und nicht ich. Wenn, dann kriegt er aufs Maul und nicht ich. Ey, Kaya Jana wurde für sowas nicht gecancelt, also warum nicht? Weil Kaya Jana sich über alle lustig machen.
Du hast dich bisher nur darüber lustig gemacht. Also gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Hast du Zeit mitgebracht? Es gibt irgendwie 195 Nationen auf diesem Planeten. So, jetzt weiter. Also, Tuvalu. Ja, fühle ich. Mach mal nach, bitte. Keine Ahnung, wahrscheinlich spricht die Englisch. Keiner. Aber wie gesagt, hier, ne, Bambi ist halt einfach, also um auf Bambi jetzt mal, worum es eigentlich geht in dem Podcast, zurückzukommen. Wow, wir haben gerade mal nur 39 Minuten an der Stelle. Bambi ist halt so without Inhalt, dass es uns heute super schwer fällt, über irgendetwas mehr zu reden, was in dem Film passiert, weil es passiert einfach nichts. Was sollen wir euch sagen? Es passiert nichts. Es ist so ein so dünner Film. Ja, wie gesagt, er ist ganz niedlich, er ist ganz hübsch gezeichnet. Ja, aber das bedeutet doch nicht, dass man sich auf die Niedlichkeit ausruhen kann und dass man halt wirklich gar keinen Inhalt raushauen kann. Nee. Das ist ja mein größtes Problem. Ich hasse Filme ohne Inhalt, ohne Moral, ohne irgendwas. Wo man einfach sagt so, ja, ist halt nett anzuschauen. Ja, Bro, für nett anschauen kann ich auch in Puff gehen. Und mir Tänzerinnen anschauen. Da habe ich auch einen schönen Ausblick, da passiert trotzdem nichts. So. Bringt mir doch nichts. Dann schon richtig Action. Dann here we go. Warum denn nur zuschauen, wenn man dann mit dabei sein kann? So. Und ich finde es halt super schwierig, weil man hätte ja doch ganz schön viel da rausholen können. Komm, wir machen jetzt halt eine eigene. Was hättest du dir gewünscht, wie der Film eigentlich halt weiter fortgeht? Also Bambi wird geboren, okay. Und Bambi weiter? Wird geboren. So. Dann kommt Batman. Wow. Nee, Also, ach Gott, wie hätte man diesen Film spannend gestalten können? Naja. Also, indem man halt irgendwie, weiß ich nicht. Du hättest zum Beispiel diese Konkurrenz mit diesem Ronno. Du hättest es ausbauen können. Du hättest schon hingehen können und sagen können, die lernen sich als Kinder kennen. Und dann, was weiß ich, vielleicht das Thema Mobbing thematisieren oder so. Es ist sein Erzfeind und er lacht ihn aus und so weiter mit den anderen Rehkids und so. Und deswegen ist er bei den anderen Tieren eher unterwegs wie Klopfer und so, weil halt die anderen Rehkids lachen über ihn. Ja, genau, richtig. So, sowas. Dann hättest du auf einmal, du hättest Bambi würde automatisch mehr Charakterisierung bekommen und auch mehr Charakterentwicklung. Also so ist ja bei Bambi, gibt's da irgendeine Charakterentwicklung? Ja, er wird halt erwachsen, okay. Nee, es gibt keine Charakterentwicklung. Er wird geschlechtsreif. Okay. Er bumst. Okay. Okay. So, er hat sich verliebt. Okay. Das war's. So, der Tod seiner Mutter hat nicht wirklich einen Einfluss auf ihn? Nee, gar nicht, ne? Das fand ich auch krass. Gar keinen Einfluss. Gar nicht. Und. Ja, weiß ich nicht. Also, der kümmert sich der Vater um ihn? Hat jetzt scheinbar auch, also der erwachsene Bambi ist nicht großartig anders als der kleine Bambi? Ja. Da passiert wirklich einfach nichts. Ja, außer dass er nicht mehr so komplett strunzdoof ist, wie er halt als Baby war. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, dass du halt, wenn du groß geworden bist, nicht auf demselben Niveau von einem Kleinkind geblieben bist. Das schafft nicht jeder, muss man dazu sagen. Ja, ich habe auch schon ein, zwei Männer kennengelernt, die genauso auf diesem Niveau geblieben sind, eines Fünfjährigen. Okay, das ist halt schon eine Leistung. Aber es ist halt, also weißt du, so was ich meine? So, es ist halt wirklich gar nichts passiert, wo man sagt, oh, Bambi hat eine krasse Entwicklung hinter sich. Und oh, er ist halt total crazy groß geworden und hat jetzt so voll die Ahnung und ist halt jetzt voll... Nein, er ist halt einfach genau derselbe wie davor auch. Ja. Ich weiß jetzt übrigens, warum dieser Ronno, warum der überhaupt einen Namen hat. Weil sie ihn benennt. Nee. Der Name wird im Film nicht genannt. Nein. Bambi basiert halt auch auf einem Buch. Bambi ist eigentlich ein Buch aus dem Dezember 1922. Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde. Ist ein österreichisches Buch.
Also ist auf einer wahren Begebenheit, ja, sagst du? Beruht auf einer wahren Begebenheit, ja, exakt. Und da hat dieser Charakter Ronno eben einen Namen. Ja. Aber es, wenn ich das jetzt mal so überfliege, scheint exakt 1:1 die gleiche Geschichte zu sein. Ich stelle mir das gerade auch als Buch super langweilig vor. Ja, ich würde mir auch überlegen, was lese ich da? Und jetzt, mein liebes Kind, stell dir vor, da sind ganz viele Bäume und ganz viele Blumen und Sträucher und was noch? Und Unkraut, richtig, mein Kind. Ganz toll machst du das. Und was ist das? Das ist die Erle, richtig. Darauf bist du allergisch. Gookie Max hat einen neuen Plot entwickelt. Also, Bambi wird geboren und die Mutter stirbt auf dramatische Weise. Dadurch wird Bambi traumatisiert und schließt sich einem Untergrundclub an, wo sich düstere Tiere kloppen für Geld. Doch niemand darf darüber sprechen. Doch am Ende stellt sich heraus, Bambi hat sich dieses Leben komplett eingebildet und auch sein bester Freund Klopfer war nur Einbildung. Ich finde, so eine Geschichte gibt's noch nicht. Ja, da fehlt noch das, doch. Da fehlt noch, dass Bambi Seife verkaufen möchte und das mit der Bombe. Ich finde, da muss noch eine Bombe irgendwie rein. Irgendein Attentat. Terrorismus. Das darf auch nicht fehlen. Aber dann haben wir wirklich einen total innovativen Film, der so noch nie gemacht wurde, ja. Ja. Und dann möchte ich, dass Bambi von Edward Norton gesprochen wird und Klopfer von Brad Pitt. Oh, das wäre so meine Idealbesetzung. Brad Pitt ist eine super tolle Wahl. Ich war damals voll der Brad Pitt-Fangirl, ne? Ich fand den super sexy. Ich kann jetzt nicht sagen, ich auch, aber aber wer mag denn bitte schon nicht Brad Pitt? Oh, es gibt bestimmt Leute, die Brad Pitt nicht mögen. Also ich fand den Faktor, dass er fucking sexy war, als großen... Also ich kann verstehen, wenn Leute neidisch sind auf Brad Pitt. Vor allem, nachdem man Once Upon a Time in Hollywood gesehen hat und gemerkt hat, wie der Typ mit fast 60 immer noch aussieht. Aber, wie kann man denn Brad Pitt nicht mögen? Also, das weiß ich nicht. Geht doch nicht. Biologisch unmöglich. Brad Pitt, also ich bin der Auffassung, dass sehr viele Frauen Brad Pitt sehr, sehr doll mögen. Ja. 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 Stell dir mal vor, nicht Brad Pitt macht Klopfer, sondern halt so jemand wie... So der, nee, wie so ein richtiger Badass. So, keine Ahnung. Boah, ich weiß mal die Namen von den Schauspielern nicht. So ein... Also Bad? So Rock. Ach so, okay. The Rock einfach so, yo, Klopfer. Ja, da gab's ja diesen, ich glaube das war ein Saturday Night Live Sketch. Mit Bambi, Realverfilmung und dann halt The Rock als Bambi. Vin Diesel, genau, so jemand, und dann halt so, Bambi, was geht? Ja, aber Bambi hat keine Familie mehr, das ist, ich glaube, das macht Vin Diesel nicht. Alles für die Familie, ne? Alles für die Familie. Ja. Alles für die Familie, ja. Ja, so Fast in the Bambi, oh Gott. Schwierig. Ja. Dafür freue ich mich auf die nächste Woche umso mehr. Weil nächste Woche habe ich Geburtstag. Gute Nacht, Till. Blume wird gespielt von Samuel L. Jackson, genau. Not a fucking flower! Ja. Nee, aber ich habe nächste Woche Geburtstag und da ich ja wieder dran bin mit Wählen, wähle ich meinen... Was wird sie wohl nehmen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Peter Pan, weißt du doch schon, nee, Spaß. Hat man schon. ich wähle Rapunzel. Und ich hab, das ist mein Lieblings-Disney-Film.
Und Nerdy hat die noch nie geguckt. Noch nie gesehen. Und ich freue mich richtig drauf. Ich mich auch. Denn dort wird super viel gesungen. Es ist mein Lieblings-Disney-Film. Den kann ich gucken, wenn ich traurig bin, wenn ich glücklich bin, wenn ich müde bin, wenn ich hellwach bin, wenn ich krank bin, also kennst du von How I Met Your Mother als Ted Mosby der Dame da versucht, Star Wars nahe zu bringen? Mhm. Und dann sie dann halt sagt so, boah, ist ja voll schrecklich. Sein bester Best Buddy kommt hin und sagt so, das ist der Film, den er sich immer anguckt. Das ist für mich Rapunzel neu verfilmt. So, das ist der Film. Wer den Film nicht mag, schwierig mit mir Zeit zu verbringen, weil den gucke ich immer. So, den muss man mögen. Wenn man mit mir klarkommen will, muss man den mögen. So. Und ich kann das ganze Ding mitsprechen. Das heißt, ihr armen, armen Leute, die nächste Woche diesen Film gucken wollen, mit mir. Ich spreche alles mit. Ich kann das Ding von vorne bis. Ich kann jeden Song. Ich halte mich zurück mit dem Mitsprechen. Mitsprechen ist halt easy, aber die Songs werde ich sowas von trällern. Ist mir so kackegal. So, da sind mir eure Ohren so scheißegal. Das ist mein Song. Das ist ein guter Punkt. Ihr könnt gerne mich dann muten. Ist mir egal. Ja. Ja. Aber nee, Dima, ich hab den noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwann mal im Fernsehen lief. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich halt. Gut, also ich kenne natürlich die Story, weil ich meine, A, erstens ist es Rapunzel, zweitens war das Ding ja nun mal auch eine der Welten bei Kingdom Hearts 3, was du ja vor einigen Monaten gespielt hast. Insofern. Ja. Also. Aber ich hab mega Bock, den zu sehen, weil ich nur Gutes über diesen Film gehört habe, von allen Seiten. Von und dieser weil Seite? Der auch so ein, weil der auch so ein bisschen, so... Ja, ich will es nicht sagen, parodistisch ist, aber ja, halt ja, schon ja. So... Halt so ein bisschen diese ganze Disney-Märchen-Prinzessinnen-Thematik, so ein bisschen mit Humor und mit Witz und so. Und ich freue mich sehr. Ja, und was halt auch krass ist, Rapunzel, also selbst jetzt wurde letztens von Danergy ein Song gemacht für mich und selbst da hat Rapunzel es reingeschafft. Ha! Das war auch crazy. Selbst da ist Rapunzel vorhanden. Das heißt, großer Teil. Und ich habe halt auch gesagt, also by the way, ich werde mich hier demnächst tätowieren lassen. Wenn es alles klappen sollte. Ich habe zuerst gedacht, also ich habe zuerst als, also meine Idee, ja, um ein bisschen zu füllen hier, ja. Meine Idee, Wir müssen die Stunde voll machen. Die Leute erwarten Minimum 60 Minuten und alles. So. Und zwar meine Idee war tatsächlich mit den Tattoos, dass ich halt so überall kleine Gadgets von Disney-Prinzessinnen, die ich mag, bei mir tätowieren lasse. So wie halt hier Line Art, ja. Hatte ich halt vor. Oh, Entschuldigung. Ich hab's begähnt. So. Ich hatte halt vor, zum Beispiel eine kleine Schneeflocke auf meinem rechten Fußknöchel zu machen, weil Elsa halt ja diesen Step macht mit rechts und dann halt boom, da so hinsteppt und dann kommt halt so ein Schloss. Genauso wie Tinkerbell so diese zwei Sterne. Und genauso wie wollte ich halt von Rapunzel diese Sonne, weil sie wohnt ja im Königreich Corona für Krone, Leute, das heißt Krone, lachen nicht so hässlich. Die haben sich das nicht ausgesucht. Okay? Ja, natürlich, das Königreich Corona, es heißt Corona.
einfach so einen Corona-Test irgendwie tätowieren lassen. Nee, aber sie haben ja dort halt eben eine Sonne. Das ist ja deren Wappen, so eine Sonne. Und ich wollte die Sonne halt hier hinten an meinen Nacken beim Haaransatz drauf tätowieren lassen. Das wäre auch das allererste, was ich dann vorhatte, mir zu tätowieren. Aber da ich nicht wusste, ob es vor meinem Geburtstag oder nach meinem Geburtstag tätowiert wird und weil es halt so eine empfindliche Stelle ist und wenn ich dann vorstelle, dass ich halt an den nächsten Tagen dann wieder arbeiten muss, wo das halt höllisch wahrscheinlich wehtun wird, wenn es halt hier ist und ich dann halt meinen Kopf immer halt zum Blutabnehmen runter und hoch und alles und das ja auch nicht so gut ist, habe ich halt gesagt, okay, ich mache das nicht, ich mache halt hier mir hier die zwei Sterne von Tinkerbell als quasi ersten Move. Weil hier hinten sind die Tinkerbell-Flügel, hier ist die kleine Tinkerbell auch da präsent und deswegen mache ich sie mir halt hier, die zwei Sterne von Nimmerland. Ne? Einmal der große und einmal der kleine. Der kleine ist ja dann Nimmerland. Rechts vorbei am großen Stern, da ist Nimmerland. Und die tätowiere ich mir halt drauf. Und dann wollte ich eigentlich noch von Belle die Rose mir drauf tätowieren und ja, so andere kleine halt Gadgets, die ich halt irgendwie, beispielsweise einen kleinen Bogen für Merida oder dass man halt sagt, okay, auch die kleine Meerjungfrau ist dann halt auch dabei, dass man da halt so eine kleine Muschel macht und so, aber halt überall, weißt du, so überall versteckt an meinem Körper, wo man dann halt nicht weiß wo, außer man würde mich mit wenig bekleidet sehen. Ja. So. Dass man dann halt sagt so, ha! Wer sucht, der findet. Wenn man halt dann einen Partner hat. Ja. Aber ich starte tatsächlich übernächste Woche dann mit den zwei Sternchen für die gute Tinkerbell. Und da freue ich mich drauf. Mal gucken, wie das wird. Aber Bambi wird nicht dabei sein. Oh. Nein. Warum denn nicht? Weil Bambi scheiße ist. Und da kann man mit mir auch nicht diskutieren. Bambi, vor allem, wir müssen halt darüber sprechen, dass Bambi halt echt einfach nicht für ADHSler geeignet ist. Weil ADHSler, die suchen ja nach Dopamin so. Und dieser Film ist ja so dopaminarm, das ist ja unfassbar. Aber Schneewittchen war schon schlimmer, oder? Nee, weißt du warum? Nee, ich fand Schneewittchen schlimmer. Ich fand Schneewittchen unerträglich. Ich kann dir sagen, warum Schneewittchen nicht schlimmer war. Über Schneewittchen kann man lachen. Weil sie so doof ist. Weil dieser Film so wack ist. Weil sie so komische Fresse die ganze Zeit zieht. Man hat wenigstens die sieben Zwerge irgendwie als Charaktere, die irgendwie halbwegs minimal bisschen versuchen, irgendwie was zu retten. Ich bin halt ehrlich, ich habe halt voll verpeilt, dass wir Schneewittchen geguckt haben. Und ich bin so gerade wie... wo war ich da? Ich bin ehrlich, ich weiß es echt nicht mehr. Also ich glaube, wenn man mir eine Pistole an den Schädel halten würde und sagen würde, muss ich jetzt entscheiden, du guckst Schneewittchen oder Bambi nochmal, sag ich Bambi. Nee, ich würde Schneewittchen nehmen. So inhaltsleer der ist. Erstens ist er kürzer. Und zweitens, also wirklich, Schneewittchen fand ich absolut unerträglich. Also, das war ganz, ganz grauenvoll. Grauenvoll kann ich jetzt, ist kein Urteil, was ich über Bambi fällen kann. Da passiert da einfach nur nichts. Ja, aber genau das ist ja für mich so unerträglich. Weil halt nichts passiert. Weißt du, bei Schneewittchen ist halt wenigstens so, dass man halt sagt so, oh wow, ist das ein schlechter Film? Und oh wow, das ist ja mega anstrengend und so weiter. Man hat halt wenigstens entweder was zum Ragen oder man sagt halt so, yo, ist halt einfach, wie sieht die denn aus oder wie guckt die denn und was auch immer so. Aber ehrlich, also... Puh, also ist anders schwierig. Wann haben wir Schneewittchen eigentlich geguckt? Das ist ja auch nicht so lange her. Was habe ich zu Schneewittchen gesagt? War ich überhaupt dabei?
Nee, den Podcast habe ich alleine gemacht. Ja, ist mir gerade so irgendwie. Das war die Folge nach Herkules. Du weißt, das hat uns doch Dexter angebrockt mit dem Schnippelchen. Ach so, stimmt. Habe ich Schnippelchen bis zu Ende geguckt? Ja. Guckt, wie mein Gehirn funktioniert. Alles, was traumatisch ist, verdränge ich. Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Ich weiß halt zum Beispiel, dass die Szene war, wo... Also ich kann halt nur bis zum bestimmten Teil so, ja, da war ich halt noch da. Aber dann zum Beispiel, als die wegge... ich habe nebenbei was gemacht. Deswegen habe ich den Film gar nicht... Also ich habe den registriert, aber ich habe was anderes gemacht. Ups. Ja, stimmt, wir haben den geguckt, ja. Ja, stimmt, ja, da war was. Was hast du denn? Ich habe keine Ahnung. Aber ich erinnere mich, dass halt so diese Momente, wenn man halt irgendwas tut und dann halt nur kurz hochguckt, halt irgendwas registriert und dann weitermacht so mit irgendwas. Und da fällt mir gerade auf so, ja, okay, die Stelle, wo beispielsweise sie durch den Wald gelaufen ist, die habe ich drin. Genauso wie die Stelle, wo sie halt im Bett pennt und dann die da hinkommen, habe ich auch noch drin so. Aber dann ist halt so Pause und dann so, ah ja, stimmt. Da wo sie dann halt zu ihr hinrennen, weil sie halt so dumm war und halt so dieses Ding da gegessen hat, diesen Apfel. Aber die Stelle, wo die böse Tante dann halt irgendwie mit ihrem Ruderboot da irgendwie losgefahren ist, die habe ich gar nicht mehr im Kopf, dass ich sie mit dir geguckt habe oder mit den anderen. So gar nicht. Es ist gar nicht mehr. Ich so, ja, ich weiß, dass die Szene da ist, aber ich. Keine Ahnung. So. Anscheinend habe ich mich dann mit irgendwas anderem beschäftigt, keine Ahnung, gezeichnet oder sowas, könnte sein. Ja, aber nee, es ist, ich hoffe, dass ich diesen Bambi-Film auch so genauso traumatisch vergesse. Ja. Und irgendwann aber, dann Bambi 2. Aber, jetzt folgt hier Rapunzel und somit wird alles gut. Weil Rapunzel ist ein schöner Film, Rapunzel wird uns allen gut tun, meiner Seele vor allen Dingen. Und ja. Genau. So, wir haben die 60 Minuten geknackt. Sehr gut, an der Stelle. Vergesst bitte nicht, der Nerdy abzuchecken auf Instagram und auf Twitch, der gute feine Herr streamt jetzt neuerdings. Ja. Mhm. Freitags, immer. Ja. Das habe ich mitbekommen und alle anderen Sachen sind so, ja. Ja, freitags und sonntags. Freitag und sonntags, okay. Genau. Oh, also und bei den anderen ist es halt immer so, wenn Zeit und Lust ist. Genau. Okay. Und was? Der streamt? Ja, Hazelnuts. Ja, hier. Der Typ mit der Scheißbelichtung, der streamt auch. Den kann man mal abchecken. Ich bin der Auffassung, ich muss mal da hinkommen. Chat, können wir bitte mal ganz kurz keine Umfrage so, sondern einfach in den Chat reinhauen. Seid ihr auch der Auffassung, dass ich mal bei ihm vorbeikommen soll und ihm mal ein schöneres Licht und so weiter einstellen soll? Also weil, ne, dann... Was Scheißbelichtung, ist doch cool. Danke, Goki Max. Das war gelogen. Na, ich sehe da kein Kappa. Nein. Ja, Goki, sagt derjenige mit einem Greenscreen hinter sich. Ja. Ja. Okay, sehr gut. Also die meisten sagen ja. Also komme ich mal bei dir vorbei und bring dir mal Lichter mit. Ist doch nur zu deinem Wohl. Ja. Zumindest ist das Mikrofon gut, ja. Katja will nur Nerdys Küche in Natura sehen. Will manchmal nicht in Natura sehen. Goki Max, dass du dich wichtig nimmst, das haben wir schon alle gecheckt. So, ja, jetzt kannst du auch nicht zurückrudern. Das funktioniert nicht mehr. So.
Also, wie gesagt, checkt den guten Herrn der Nerdy aus auf Twitch und auf Insta. Und auch seinen zweiten Podcast-Kanal, wo er auch über ganz viele andere Sachen spricht. Könnt ihr auch gerne mal abchecken. Nerdyverse heißt dieser. Und wer dann halt auch noch ein bisschen Zeit übrig hat, nachdem er Nerdy supportet hat bis zum Get-No, kann gerne auch bei mir vorbeischauen. Ich bin auch hier auf Twitch da. Genau dieser Podcast ist jetzt gerade auf der Plattform Twitch zu sehen. Live und in Farbe und man kann mit reinschreiben. Das heißt, wer da einmal vorbeischauen möchte, sehr, sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen. Und genauso wie Instagram und auch dieser Podcast landet auch in Film, in Bild und Ton auf YouTube. Kann man sich auch gerne reinziehen. Und an der Stelle würde ich sagen, das Letzte, was gemacht werden muss auf jeden Fall, ist außer uns beide abchecken vielleicht, wenn man Bock hat, ist, dem Podcast 5 Sterne zu geben. Richtig. Und da muss ich einmal ganz kurz anknüpfen an die vorhin Situation. Nur weil wir nicht eurer Meinung sind, bedeutet das nicht, dass wir keinen guten Job machen. Wenn wir keinen guten Job machen, könnt ihr uns gerne weniger als 5 Sterne geben. Ist gar kein Thema. Wenn wir aber einen guten Job machen und ihr es nicht lassen könnt, unsere wundervollen, zarten Stimmchen zu hören und unsere Meinung verfolgt und immer wieder einschaltet und immer wieder hört, dann ist es doch ein Zeichen, dass ihr unsere Arbeit toll findet und das verdient ja auch dann eben die 5 Sterne oder 4, je nachdem, was ihr halt gerne vergebt. Was machen die Leute eigentlich, wenn die unterschiedlicher Meinung sind? Ja, na, wir hatten doch jetzt so einen Fall, dass man dann halt uns 2 Sterne gegeben hat, weil man halt unsere Meinung irgendwie doof fand. Ja, aber waren wir da nicht gleich? Da waren wir ja selber Meinung, nehme ich mal an. Was? Oder? Ja, Ariel war das. Ja, da waren wir ja selber der gleichen Meinung. So. Ja. Aber was ist, wenn wir jetzt unterschiedliche Meinungen sind? Wie bei, keine Ahnung, Robin Hood. Oder oben. Ja, keine Ahnung, aber es weiß ich nicht. Ich meine gerade, hatten wir einen Film, wo wir wirklich komplett, also wo du gesagt hast, furchtbar und ich hab gesagt, großartig oder umgekehrt? Ja, die gab's am Anfang, ja, die gab's am Anfang. Und es gab halt auch Merida, erinner dich. Nee, ich glaube, so einen Fall hatten wir noch nicht. Dass der eine den Film schlecht fand und der andere fand ihn gut. Jo, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Höchstens so, du bist begeistert und ich so, ne, oder umgekehrt. Ja, aber wie gesagt, also wenn ihr halt einen Lieblingsfilm habt und ihr nicht wollt oder nicht mögt, was unsere Meinung dahinter ist, Bruder, keine Ahnung, sucht euch ein Hobby oder so, weiß ich nicht. So, also es sind halt unsere Meinungen, die müsst ihr nicht übernehmen. So, müsst ihr ja nicht. Ja, also das ist ja nur unsere Meinung, die tangiert ja nicht eure Meinung. Ihr könnt ja eure Meinung weiterhin behalten, ihr könnt uns ja dann schreiben auf Insta. Mir könnt ihr und auch Nerdy könnt ihr schreiben und sagen, ey, ich fand deine Meinung total scheiße, wie kannst du nur so denken, könnt ihr schreiben, ist gar kein Thema. Ich lese mir die Nachrichten durch, Nerdy wird sich die Nachrichten durchlesen, easy peasy. Ihr könnt uns sagen, warum ihr unsere Meinung überhaupt nicht toll findet. Und das ist voll fein. Aber halt nicht hier so auf den so, oh ja, ich finde der Podcast, ja, ich höre mir jede Folge an und bin interessiert und so weiter, aber ich gebe extra 2 Sterne, weil sie meine Lieblingsprinzessin scheiße behandelt haben. Das ist Kinderkacke und ich bin der Auffassung, wir sind alle in einem Alter, da muss man das nicht machen, so. Weiß ich jetzt nicht. Maybe nicht. Ne? Und an der Stelle, wie gesagt, bleibt sauber, gibt 5 Sterne. Auf Ehre und bis zur nächsten Woche, bis zu meinem Geburtstagsstream. Denn ich habe Sonntag Geburtstag, da würde ich halt gerne auch die Podcast-Folge aufnehmen. Und als Rapunzel und mein neues Kostüm dann dabei auch anziehen. Und wir haben da sollte man vielleicht. Bezüglich der nächsten Folge sollte man vielleicht noch mal auf etwas hinweisen, oder? Ja, da kommt nämlich auch ein Gast. Und zwar die gute Katazuri
ist auch mit dabei und spricht mit uns über Rapunzel. Und weil sie mag den Film auch gerne. Und ja, die ist auch wieder mit dabei. Also die ist dann zu Gast und sie, ne, wir sagen ihr natürlich vorher nicht, dass sie sich halt einen Film aussuchen. Ne? Das wird dann halt wieder eine Überraschung. damit dann halt instant irgendwas kommt, weißt du so? Mhm. Damit sie sich nichts vorher ausdenken kann, sondern einfach spontaneous. Aber dann wird es halt eine dritte Gast, also einen dritten Gast hier sein. Einen dritten Menschen und einen Gast hier. Und ich freue mich super, super, super doll auf den Gast und die Gästin. Und das wird cool. Das wird mein Geburtstag, das wird cool. Podcast, Rapunzel, was wünscht man sich mehr? Mhm. Ein Tag vorher Tinkerbell sein. Ha! Okay. Aber an der Stelle haben wir alles gesagt, wa? Ja, wir haben es jetzt, genug in die Länge gezogen. Ja, schon. Ich. Wir haben es versucht, wir haben unser Bestes getan. Bleibt sauber, gibt 5 Sterne und wir hören uns nächste Woche zu meinem Geburtstag. Und ich erwarte, dass hier alle, auch die Podcast-Zuhörer, hier erscheinen und mir Happy Birthday wünschen. So. Ich erwarte das jetzt. Ist mein Tag. Es gibt im Jahr nur einen Tag für mich und das ist dieser. Okay. Tschüss an der Stelle. Tschüss, ciao, ciao. Tschüss, tschüss Podcast und tschüss YouTube. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss bis zur nächsten Woche. Tschüss, tschüss. Tschüss.